Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Die Voraussetzungen für die Gelehrten sind inzwischen erfüllt und das heißt, wir werden jetzt einfach mal schauen, dass wir hier ein geeignetes Plätzchen finden, wo wir diese Leute ansiedeln. Oh, ich sehe gerade hier, haben wir ein kleines Problem. Das hier müsste aber das Hospital sein, die sind eh schon im Einsatz. Okay, wir mobilisieren hier mal noch. Also, wir werden sie hier oben ansiedeln und zwar hier so in der hinterletzten Ecke. An diesem wunderschönen Gebirgssee gelegen, hier mit ansprechender Kulisse. Wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz an hier. Eine kleine Baubegehung sozusagen. Also ich denke mal, das ist wirklich angemessen für die schlauen Köpfe von Crown Falls. Inspirierende Bergkulisse, dann können sie hier schön ihren Forschungstätigkeiten ganz in Ruhe nachgehen. Bisschen ab vom Schuss hier von dem ganzen Trubel dort unten in der Großstadt. Und von daher, glaube ich, ist das hier ein ganz angemessenes Plätzchen, wo wir sie niederlassen können. Wir werden das Ganze erstmal hier ein bisschen vorbereiten, dass wir uns hier schon mal so eine Straße runterziehen. Ungefähr hier so in diesem Bereich, denke ich, werde ich das Institut bauen. Und drumherum werden wir halt dann einfach die Leutchens ansiedeln, also hier die Gelehrten. Dass wir uns hier vielleicht schon mal so ein kleines Quadrat in der Richtung schaffen. Und dann gedenke ich, dort auch noch direkt gleich ein paar Gleise zu verlegen, dass wir hier auch schon mal einen Bahnanschluss haben. Also halt einen Hauptbahnhof vielleicht sogar dorthin setzen. Das sollte die ganze Sache ja auch noch mit Strom versorgen. Und das brauchen die, glaube ich, sowieso. Also von daher ist das, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, hier direkt auch schon mal Gleise zu verlegen, dass wir das schon mal erledigt haben. Könnten wir hier direkt abzweigen. Und da können wir auch nochmal irgendwo einen Bahnhof reinsetzen, glaube ich. Dass wir da auch nochmal quasi so ein kleines Regionalbahnnetz auf die Beine stellen. Ja, das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Dann gehen wir hier einmal hoch, folgen dann einfach mal der Straße. Dann müssen wir mal schauen. Dann gehen wir hier rüber und hier irgendwie oben durch. Kommen wir zwar ein bisschen hier den Anbaugebieten in die Quere, macht aber nichts. Einmal bis hierhin und dann werden wir einmal hier abbiegen, ganz hier hoch und dann hier rüber. Und jetzt ist die Frage. Ja, dann stellen wir doch gleich einen Bahnhof hin, oder? Wenn wir schon dabei sind und vielleicht wäre sogar hier so der kleine Hauptbahnhof ganz angemessen. Das ist ja doch auch so ein schönes repräsentatives Gebäude. Ich glaube, das passt. Das setzen wir mal hier hin und schließen das Ganze hier noch schnell an. Ziehen mal hier noch ein paar Gleise raus. Vielleicht bauen wir sogar noch einen zweiten Bahnhof hier hin. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Quasi wie so eine S-Bahn oder so. Aber so ist, glaube ich, erstmal ganz gut. Ich würde den, glaube ich, noch umdrehen. So ist besser. Okay, das wäre schon mal vorbereitet. Vielleicht sogar noch ein bisschen... Oh, das passt noch nicht ganz. Vielleicht sogar noch ein bisschen Zweigleisigkeit schaffen. Zumindest in Teilen. Dass wir hier vielleicht zweigleisig zumindest runtergehen. Und hier rüber. Okay, ich denke, das passt für den Anfang. Ist ja eh nur die Grundsteinlegung erstmal. Also, Gelehrte, da haben wir jetzt natürlich auch hier einen neuen Reiter bekommen. Und da beginnen wir mal mit den Gebäuden und schaffen hier mal so einen kleinen Viererblock. Kann man die Straßen auch gleich aufwerten. Ah, ist noch nicht ganz ideal. Und dann meine ich, kriegen die auch nochmal extra Bedürfnisse. Müssen wir natürlich auch erstmal zusehen, dass wir die dann erfüllt bekommen. Unsere Anwesenheit stellt einen bedeutenden so, der meldet sich auch schon und rät mit zum Forschungsinstitut. Schauen wir mal, wenn wir das direkt schon bauen können, dann machen wir das natürlich. So, erstmal bis hier runter die Straße aufwerten und hier auch gleich noch. Okay, dann schauen wir mal. Was haben wir jetzt neu dazu bekommen? Forschungsinstitut. Lederstiefel rum ist hier jetzt noch nicht dabei. Okay, wir werden es rausfinden. Wir bauen erstmal so viele Häuser wie geht. Dann werden wir hier nochmal ein bisschen umdisponieren. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, wobei, das passt eigentlich schon ganz gut, wenn wir das Institut dann hier reinklatschen. Glaube ich, ist das schon ganz in Ordnung. Hier die Ecke machen wir noch schnell voll. Und hier noch einen weiteren Viererblock. Mit den Gleisen, das überlege ich mir noch. Irgendwo werden wir wahrscheinlich noch einen zweiten Bahnhof reinquetschen. Weil das, glaube ich, ganz nett ist.
Okay, das wäre einmal erledigt. Dann schauen Eine wir mal. größere Auswahl an Krawatten Okay, wäre wünschenswert. Maßanzüge, Elektrizität. Damit hätten wir eigentlich schon, dafür hätten wir schon gesorgt. Das sollte dann ja hierher kommen. Und ich glaube, hier sind eh schon die Laternen aufgebaut. Von daher ist das alles schon mit Strom versorgt. Das passt also schon mal. Ah, Meeresfrüchte-Eintopf. Können wir dann auch direkt anfangen, das Zeug herüber zu schippern. Telefone, das dauert wohl noch ein bisschen. Der Funkturm. Okay, dann schauen wir mal. Lederstiefelproduktionskette, das ist dann hier ein Zufriedenheitsding, ne? Brauchen die eigentlich Marktplatz? Brauchen die gar nicht. Ihr Schiff ist Universität, von der Überfahrt haben sie zurückgekehrt. alles? Okay, interessant. Gut, ja, dann schauen wir nochmal. Okay, das müssen wir natürlich auch aus Envisa rüber schippern lassen. Dann können wir damit eigentlich noch ein bisschen warten. So, wie ist denn das jetzt hier mit dem Forschungsinstitut? Wo haben wir das denn? Kann man hier drin eigentlich nicht suchen? Ich glaube nicht, ne? Das Forschungsinstitut. So, das sieht doch schon ganz anders aus. Also ich musste noch mal ein Stückchen zurückgehen sozusagen. Ich hatte zwei Probleme jetzt mit dieser ganzen Gelehrtengeschichte. Einmal Abstürze, Spielabstürze. Die konnte ich beheben, indem ich den Embecer Traders Mod deaktiviert habe. Der ist bei Spice It Up mit dabei. Also wer das gleiche Problem hat, möglicherweise, so kriegt er auf jeden Fall eine Lösung. Und dass jetzt hier wieder alles freigeschalten ist, so wie es sein soll, da habe ich jetzt einfach noch eine Mod aktiviert, die nennt sich Scholars Unlocked at Start oder einfach nur Scholars Unlocked. Wenn ihr das gleiche Problem haben solltet, schreibt es mir einfach in die Kommentare, dann verlinke ich euch den ganzen Kram. Aber so sollten wir jetzt wieder auf dem richtigen Weg sein. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch das Forschungsinstitut. Dann wollen wir das hier gleich mal hinsetzen. Okay, sehr schön. Das passt ja eigentlich schon ganz gut hier rein. Lass mal vielleicht sogar ruhig noch ein bisschen Platz außenrum für ein paar dekorative Maßnahmen. Schließen das mal so auf diese Art und Weise hier an die Straße an und ich denke, da müssen wir sowieso noch ein Lagerhaus bauen. Und gut ist. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt keine weiteren Probleme habe durch das Deaktivieren der Envisa Traders Mod. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was die genau macht. Wir können mal ganz kurz nach Envisa schauen, ob hier irgendwas auf den ersten Blick irgendwie mit Arbeitskraft oder irgendwas in der Richtung hier im Argen liegt. Aber ich glaube, das passt schon soweit. Okay, was wir auch gerade noch schnell machen können, wir können einmal hier bei den Handelsrouten reinschauen. Und zwar nehmen wir da mal eine Route, die nach Taburime läuft. Und zwar diese hier, der transportiert ja aktuell Die nur Sachen Menschen nach lassen sie Taburime, also der hochleben. kann auf jeden Fall schon mal hier zum Beispiel Sangha-Kühe einpacken. Da Ihr werden wir Schiff welche ist von brauchen. der Überfahrt zurückgekehrt. Nehmen wir einfach mal hier vielleicht 75 für den Anfang. Das sollte schon passen. Dann brauchen die auch noch irgendwann Hibiskus-Tee, habe ich gesehen. Können wir auch gleich, das ist glaube ich für die Zufriedenheit, machen wir auch mal 75 Einheiten pro Fuhre, das sollte auch erstmal reichen. Wir können natürlich das eine oder andere auch noch über die Speicherstadt importieren. So, und irgendwas war noch, wenn ich das jetzt noch wüsste. Ah, genau, hier. Ich glaube, Leinen und auch den Eintopf. Meeresfrüchte-Eintopf. So, da haben wir nicht allzu viel. Da muss ich, naja, einfach die Produktion steigern. Und hier am besten auch noch ein Limit festlegen in den Besa, dass nicht alles in die alte Welt abtransportiert wird. So, was war das andere noch? Leinen. Leinen, genau. Da haben wir auch nicht übermäßig viele. Muss ich generell die Produktion hier dann mal irgendwann ein bisschen hochfahren. Aber ich denke, so können wir es erstmal belassen. Und dann schauen wir aber noch ganz kurz hier rein und legen da zumindest hier so einen Mindestlagerbestand von 50 fest. Für die ganzen Sachen, die ich jetzt hier auch noch abtransportiere. Meeresfrüchte-Eintopf brauchen wir noch. Hibiskus-Tee brauchen wir noch. So. Ach ja, was ich glaube, den Satz habe ich gar nicht zu Ende gesprochen, oder? Ich musste einen etwas älteren Spielstand nehmen, weil es, glaube ich, auch immer problematisch ist, wenn irgendwie so eine Bug-Geschichte daherkommt und man hat eine bestimmte Questreihe bereits gestartet. Also in dem Fall eben hier die Gelehrten-Questreihe. Wenn man das dann mittendrin, wenn man da irgendwie eine Mod rausnimmt oder was anderes dazu installiert, kann das halt zu Problemen führen. So.
Deswegen bin ich jetzt einfach nochmal einen Speicherstand zurückgegangen. Deswegen sieht das jetzt hier ein bisschen anders aus. Okay, bauen wir noch mehr Gebäude. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen ungünstig. Da müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen umdisponieren. Wir können aber hier schon mal so ein bisschen weitermachen. Ich würde aber trotzdem, genau, das hatte ich ja glaube ich auch schon erwähnt, ich würde gerne noch einen weiteren Bahnhof mit einziehen hier. Moment mal, da haben wir die. Einfach nochmal so einen kleinen Bahnhof. Einfach nur, weil, warum nicht? So. Und den schließen wir dann auch hier mit an. Machen das hier einmal so. Gehen dann hier außen rum. Das hier unten wieder. Schiff vom Stapel. Na, dann haben die hier so ein bisschen Regionalverkehr, wie so eine kleine S-Bahn-Linie, könnte man sagen. Okay, das passt schon. Überfahrt zurückgekehrt. Dann, wie machen wir es denn? Ja, so machen wir es. So und so. Ich möchte erstmal noch ein paar mehr Häuser hinstellen. Ein paar mehr Gelehrtenhäuser. Mal ein bisschen mehr hinballern. So, jetzt geht... Ah, okay. Wir haben kein Ziegel mehr. Das ist das alte Problem. Werde ich gleich nochmal Nachschub ordern. Ja, habe ich übrigens auch gesehen, weil ich hatte immer mal wieder so ein Ziegelproblem, ne, in der Vergangenheit. Und ich habe dann erst gemerkt, dass ich die Sachen über die Speicherstand statt exportiert habe, weil ich halt irgendwann in der Vergangenheit mal so ein großen Ziegelüberschuss hatte, dass ich angefangen habe, das Zeug zu exportieren, aber irgendwann ist es halt dann natürlich ausgegangen. So, ich werde hier gerade mal kurz die Bomber umfunktionieren. Das geht jetzt, glaube ich, am schnellsten an der Stelle. Und das darf alles hier mal Richtung Crown Falls abschwirren. So, gut, dann schauen wir mal. Das Ding können wir doch jetzt eigentlich starten hier, nehme ich an, oder? Das, ja, auch wieder Ziegel, okay. Kriegen wir aber schon alles hin. Sollte alles kein allzu großes Problem sein. Okay, Züge rollen. Dann schauen wir, dass wir jetzt mit der Versorgung der Gelehrten noch ein bisschen weitermachen. Lederstiefel, das hier wäre als erstes gefragt. Okay, Leinen haben wir schon in Auftrag gegeben. Baumwolle sollten wir hier sowieso zur Verfügung haben. Von daher können wir den auf jeden Fall schon bauen. Die Frage ist nur, wo bauen wir den ganzen Kram? Wo haben wir denn? Haben wir nicht hier auch irgendwo ein Kraftwerk stehen? Ja, ist aktuell nicht versorgt. Aber ich würde vielleicht tatsächlich die ganze Gelehrtenindustrie, sage ich mal, ein bisschen abseits hinstellen. Also, dass die quasi so ein bisschen ihr eigenes Industriegebiet bekommen. Stellen wir das Ding mal hier hin. Und vielleicht können wir das alles noch ein bisschen mehr beschleunigen. Wir haben ja hier auch noch Luftschiffe. Dann können wir hier schon mal so ein paar Leinen einladen. Für die Erstproduktion. Nehmen wir mal so 60 Stück oder so. 60! Okay, gut. Ab nach Crown Falls mit dir. Schauen wir gerade mal. Können wir hier auf die Schnelle vielleicht sogar die Leinenproduktion noch ein bisschen ankurbeln? Das sind ja, glaube ich, immer nur Leinsamen. Werden zu Leinen, genau. Und da haben wir... Oh, da bauen wir noch ein paar von den Dingern. Zwei Stück erstmal. Okay, passt schon. Zurück. Gut, die warten jetzt natürlich auf ihre Waren. Was kommt denn so als nächstes alles dran? Elektrizität, dafür haben wir im Wesentlichen schon gesorgt. Hibiskus-Tee lassen wir schon rüberschippern. Die werden wir dann auch demnächst bauen können. Ich denke... Da können wir auch schon mal... Ah, okay, da fehlen uns jetzt wieder ein paar Ziegel. Aber das können wir dann auch gleich schon mal hinstellen. Und dann Wandteppiche, okay. Bei 2000 allerdings erst. Aber da können wir auch schon den Transport anleiern. Und für die Pfeifen eigentlich auch den Pfeifentransport. Okay, dann gehen wir hier nochmal dran. Das war er hier, ne? Genau. Und was haben wir gesagt? Wandteppiche. Laden wir auch schon mal. Okay, da sind die Lager eh voll. Da. Machen wir mal alles auf 75. Sieht schön einheitlich aus, wieso nicht? Und Entladung mache ich hier alles auf 100 einfach. Einfach aus Gewohnheit. So, und was war das letzte noch? Gibt's ja nicht, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Scheiße. Entschuldigt, die Pfeifen natürlich. Tonpfeifen. Na gut, da haben wir nicht allzu viele. Die werden wahrscheinlich auch nicht allzu viele verbrauchen. Und außerdem
dauert das ja eh noch, bis wir dorthin kommen. Aber auch da würde ich dann nochmal hierhin springen und da auch schnell ein Limit noch festlegen für die Pfeifen. Ja, mach mal ruhig mal 50 und dann müssen wir halt die Produktion auch nochmal hochfahren. Das hilft ja nichts. Und bei den Wandteppichen machen wir einfach das gleiche. Nur damit hier halt die Lagerbestände nicht komplett geräubert werden. Tonpfeifen, schauen wir ganz kurz rein. Was brauchen wir denn da? Tabak und Lehm. Sollten wir eigentlich ausreichend vorhanden haben, weil ich das ganze Zeug doch eigentlich transportieren lasse. Hoffe ich doch zumindest. Lehm ist genügend da, Tabak ist genügend da. Dann können wir ruhig nochmal zwei von den Dingern bauen. So, aber dann brauchen wir auch wieder Arbeitskraft. Wo stellen wir die denn hin? Ja, hier drüben ist eigentlich ganz gut. So, und sind diese Richtung hier nochmal ein bisschen ausbreiten. Zweimal Pfeifenfabrik. So. Tariku, mach eine Führung, ja? Das kostet dann Ältestenarbeitskraft. Wir haben aber keine Hirtenarbeitskraft mehr, beziehungsweise ein kleines Defizit. Dann stellen wir mal schnell noch ein paar Hütten hin. Hier lasse ich vielleicht auch nochmal, ich weiß noch nicht, soll ich hier nochmal so einen Grünstreifen lassen? Nee, braucht es nicht wirklich. Machen wir so. Reicht schon für den Anfang. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, Alicanto, das sind meine Ziegel. Warte auf Befehle. Ach nee, genau, die Sachen hatte ich ja. Warum hatte ich die nochmal? Ich habe hier Aluminium. Ach genau, weil ich dieses, nee, das kannst du vergessen hier. Dieses, das Luft, das Flugnetz sozusagen nochmal ein bisschen ausbauen wollte, um hierfür quasi überregionale Post mal irgendwann demnächst zu sorgen, um also hier von zwischen Crown Falls zum Beispiel und hier drüben Liangsu. Da vielleicht nochmal so einen Flughafen hinstellen, dass wir hier dafür auch für ein bisschen Postverkehr sorgen können. So, was ist hier los? Sieh mal einer an. Haben die das nicht in den Griff bekommen hier? Hier ist immer noch Epidemie. Ja, stellen wir halt nochmal ein Krankenhaus hin, oder? Dass es nicht so irgendwie so lokale Dinger gibt, also sowas im Sinne von ja, Arztgebäuden oder sowas, fände ich eigentlich ganz schnuckelig. So, jetzt schauen wir hier gerade nochmal. Den räumen wir mal beiseite, da geht es ja zu wie Sau hier. So, da haben wir unsere Ziegel und der bringt nochmal Ziegel. So. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurück. Stimmt, ich muss mir auch mal diesen Shortcut angewöhnen, der mir in den Kommentaren geschrieben wurde, den ich gar nicht kannte. Hier, ich glaube, Steuerung und Shift macht immer alles leer. Alles, was geladen ist. Okay, dann haben wir die ersten Leinen, dann wird da die Produktion gleich angehen. Dann müssen wir den hier noch schnell fertig bauen. So, okay, dann sind wir wieder in der Spur, würde ich mal sagen. So, hier, das ist jetzt auch angelaufen. Gut, 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 gut. Sollen wir noch ein paar Häuser bauen? Ja. Da nochmal so ein Vierer-Dingens. Dann ziehen wir uns hier noch eine Straße hoch. Oh, da kann auch noch ein bisschen Platz frei bleiben für Dekokram, für Bäumchen pflanzen und sowas. Da würde ich hier vielleicht nochmal weitermachen. Ruhig nicht ganz so dicht besiedeln, damit man das hier alles noch ein bisschen hübscher ausgestalten kann. Bei der Ecke bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das hier machen soll. Sollen wir hier noch Häuser hinstellen? Ne, die sind ja 4 auf 4. Könnten wir aber so ein bisschen umdisponieren, zumindest in diesem Bereich hier. Also, die Züge machen mich auch manchmal ein bisschen wahnsinnig. Muss ich mal schauen, ob man da nicht irgendwie in der Mod noch ein bisschen rumdrehen kann, dass die nicht so viel Lärm machen. Ist halt auch krass viel Verkehr. So. Dann können wir hier noch ein paar Gelehrtenhäuser hinballern. Und in diese Richtung vielleicht noch ein bisschen erweitern. Und so ein kleines Bahnhofsgelände vielleicht hier noch übrig lassen. Dann machen wir das mal so und so. Okay. Das ist doch ganz nett. So, habe ich jetzt eigentlich schon Leberstiefel? Habe ich jetzt schon das Ding gebaut? Nee, immer noch nicht, ne? Stimmt, wir hatten ja keine Ziegel mehr. Stellen wir dann auch hier irgendwo dazu. Ja, passt doch. Ich muss auch tatsächlich einfach das ganze Schienennetz hier, glaube ich, nochmal ein bisschen erweitern. Obwohl ich es ja überall zweigleisig habe. Genügend Ausweichstellen, aber da muss vielleicht doch nochmal
keine Ahnung, vielleicht muss ich sogar Dreigleisigkeit herstellen oder vielleicht nochmal eine Alternativstrecke oder sowas, so eine Art Umgehung oder sowas, damit das hier ein bisschen besser läuft. Okay. Gut. Ah, genau. Melonen muss ich noch aus der neuen Welt transportieren lassen. Aber dann geht das doch eigentlich schon mal ganz gut. Für den Anfang. Passt eigentlich soweit. Stellen wir noch ein paar Häuschen hin. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Ja, Epidemie hat ganz schön gewütet. Das machen wir mal so. Ah, es wird ein richtig dickes Gelehrtenviertel hier. Und dann haben wir schon wieder hier kein Ziegel mehr, ne? Gut, macht nichts. Bauen wir die Dinger noch schnell in der Blaupause hin. Das würde ich so machen und hier, wie gehabt, noch ein bisschen Platz freilassen für Bäumchen und Co. Okay. Ich finde, das passt soweit. Na gut, dann soll es das erstmal gewesen sein, glaube ich, für den Anfang. Wir springen hier gerade nochmal ganz kurz rüber. Haben wir hier gerade noch ein Schiff stehen. Ich bin in der falschen Inselwelt gelandet, aber den wollte ich sowieso hier hinschicken, weil ich da noch Items für den habe. Und diese Item-Ding, das muss ich ja auch noch bauen hier. Es gibt ja so ein Item, dass man, ja, so ein Gebäude, was man halt am Flughafen anschließen kann, damit man die Items schnell zwischen den Welten hin und her transferieren kann. Auch sehr brauchbar, glaube ich. Ja, haben wir hier gerade noch irgendwie... Okay, da können wir nochmal schnell auf die Schnelle ein paar Ziegel rüber schicken. Muss auch nochmal ein paar mehr Transporter bauen, glaube ich. Ich habe jetzt in der letzten Zeit immer nur natürlich Kriegsschiffe gebaut. Also Kriegsflieger sozusagen. Können wir eigentlich auch noch schnell machen. Wir geben mal irgendwie so... Ja, ruhig gleich so ein dickes Transportschiff in Auftrag, oder? Weil... Der hat schön viel Plätze, Item, Frachtplätze, 8 Stück. Geben wir so einen nochmal in Auftrag. Okay, ich denke mal, das passt jetzt schon für den Anfang. Ich werde mich ein bisschen organisieren in der Zwischenzeit und hier nochmal Ziegel hin transportieren und so weiter. Und dann können wir hier, denke ich mal, in der nächsten Folge schon weitermachen. Und vielleicht sind wir dann mit dem Ding hier auch schon eins weitergekommen. Gut, dann soll es das gewesen sein für den Moment. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal, macht's gut und bis zum nächsten Mal.